Hallihallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Tintenreview bei mir bei Big G's Tintenkiste. Heute möchte ich euch eine weitere Tinte zeigen aus Japan. Ja, und zwar dieses Mal nicht Pilot Iroshizuku und auch nicht Kobi, sondern von Sailor. Sailor ist ja ein sehr, sehr guter japanischer Hersteller auch für Füller. Von denen habe ich im Moment noch keinen da, noch nicht, ja. Kommt aber noch. Und heute geht es um eine Tinte, die angeboten wird in so kleineren Fässchen, Gläschen. Und zwar geht es hier um die Sailor Studio Inks. Die Sailor Studio Inks sind eine Ansammlung von etwa 100 auserwählten Tinten, die zusammengestellt wurden aus einer Vielzahl von etwa 20.000 Kundenwunsch angefertigten Tinten. Und da hat Sailor sich gedacht, von diesen ganzen 20.000 Tinten, die für Kunden speziell angemischt wurden, suchen wir uns jetzt 100 der schönsten heraus und tun die jetzt quasi so, ja, so vermarkten für die alle, ja. Die Tinten haben leider keine richtigen Namen, sondern sind alle nur so nummeriert, ja, kommen in diesen kleinen Verpackungen, wie man hier sieht. Also für alle, die der japanischen Sprache mächtig sind, können lesen, was da drauf steht. Für alle anderen sind das nur Punkte und Striche. Für mich auch, klar. Und ja, kommen in diesen kleinen Verpackungen. Und das Fläschlein an sich sieht dann eben so aus. Ja, ist nicht so viel drin. Das sind, wie viel waren das? Ich glaube, das waren 20, 15, 20 Milliliter. Nee, 20, 20 sind es, ja, genau. Es sind schöne Farben, sind sehr schöne Farben dabei. Für dieses Gläslein habe ich jetzt überhaupt nichts bezahlt. Das habe ich von Papier und Stift bekommen, weil da hat es bei der Bestellung von den Sachen, die ich bei denen bestellt hatte, letztens ein bisschen Schwierigkeiten gegeben. Und ich denke mal, ich habe darum auch so eine kleine, ja, Entschädigung bekommen oder so. Keine Ahnung. Vielleicht machen die es auch bei mehreren Leuten. Ich weiß es jedenfalls nicht. Auf jeden Fall, wie gesagt, es sind schöne Tinten in einer Größenordnung, wie man sie ja schon ja sammeln kann. Schade finde ich, dass die nur nummeriert sind. Ich muss mal gucken. Ich glaube, ich habe hier dieses Zettelchen, wo ich aufgereiht habe, aufgelistet habe, die ganze Tintenpalette. Und da kann man sich schon mal ein gutes Bild davon machen. Ich denke, das kann man jetzt ganz gut erkennen. Ja, das sind so die Farben, die es da jetzt gibt von Sailor Ink, Studio Inks. Ja, und ich habe halt hier die Nummer 950 bekommen. Ja, das ist dieses dunklere Lila. Und ja, okay. Wie sieht denn die Tinte auf dem Papier aus? Schauen wir mal. Ja, ich habe die Tinte befüllt hier in dem Geburtstagsgeschenk für meine Freundin. Das ist der Diplomat Excellence A2 Skyline. Und wie sieht die Tinte aus? So sieht die Tinte aus. Also, schauen wir mal. Also, das ist der Diplomat so, und die Tinte, das ist natürlich Sailor Studio Ink. Nummer 950. Ja, dann mal so einen kleinen Text.
Ein kleines Filmzitat mal wieder aus dem Film Karate Kid von Mr. Miyagi. Der hat das gesagt. Lustige Szene, komische Szene. Ja, sitzt er da in seinem japanischen Häuschen und versucht mit Essstäbchen eine Fliege zu fangen. Schafft es irgendwann auch nach vielen, vielen Jahren Übung und interessante Sache. Auf so eine Idee, glaube ich, würden wir nicht kommen. Wir würden einfach eine Fliegenklatsche nehmen oder die chemische Keule. Ja, so ist das. Okay. Ja, wie sieht denn die Tinte so aus? Bisschen Schmiererei. Die Tinte riecht. Sie riecht genauso wie die Kobe-Tinten. Ja, also für meine Nase, für mein eigenes Befinden nicht unangenehm, sie riecht einfach nur. Ja. Schaut gut aus. So. Jetzt lassen wir das mal kurz trocknen. Natürlich machen wir das jetzt auch hier auf dem Tummel River Papier. Ja, machen wir ja eigentlich immer. Dafür nehme ich jetzt hier meine Pipette. Mal gucken, ob das schon genügt. Beim Auftragen hier habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass die Tinte so ein bisschen schleift. Also so wie so eine Art Scheuermilch oder sowas, würde ich sagen. Keine Ahnung. Ist jetzt vielleicht auch nur ein subjektiver Eindruck von mir. Machen wir da vielleicht noch ein bisschen was drauf. Ich denke, das müsste jetzt genügen. Und natürlich die Ohrstäbchen-Kalligrafie. Ja. Was ich ja jetzt schon gleich so sagen kann, ist, ich finde es ein bisschen schade, dass die Tinte, wenn man sie mit dem Füller aufträgt, ein bisschen eher so schwärzlich aussieht, als jetzt lila. Ja. Okay, schauen wir mal, wie die Tinte aussieht, wenn sie trocken ist. So, willkommen zurück. Tinte ist trocken. Und ja, man kann jetzt schon bereits ganz gut sehen, wirklich, dass in dieser Tinte enorm viel Sheen drinsteckt. Ja, einmal halt hier, ne, in diesem Riesen-Swap kann man das sehen. Genauso wie auch hier in der Schrift ist unheimlich viel Sheen drin. Und das ist scheinbar wohl so konzentriert, dass man sogar hier
Hier kann man das ein bisschen auch erkennen, wo der Q-Tip ja schon so ein bisschen so aus schon ein bisschen ausgenutzt gewesen ist, ja, also wo nicht mehr so viel Tinte drin gewesen ist, kann man das trotzdem noch so ein bisschen sehen, also ganz leicht, ja. Hier hinten, ja, nichts, was ich jetzt nicht erwarten würde oder sowas, ja, sieht gut aus. Wie sieht es denn aus auf dem Schreibpapier? Wahnsinn. Also selbst auf diesem billigen Schreibpapier kann man hier an dieser Stelle erkennen, wo sich die Tinte so ein bisschen angesammelt hat, kann man diesen Sheen auch erkennen. Ja, kann man das sehen? Kann man, ich glaube, ein bisschen kann man es sehen, ja. Es sieht schon toll aus. Ja, also wie gesagt, also auch hier in der Schrift sieht es, also wenn man jetzt direkt davor sitzt, kann man erkennen, wenn die Tinte trocken ist, dass es sich wirklich um eine dunklere, lila farbene Tinte handelt. Das habe ich jetzt, ich habe das bei Dye Mine Purple Rain, die Tinte, die hatte ich mal drin in einem Lamy Studio mit einer Mediumfeder und da sah die Tinte nass sowie auch trocken eher schwärzlich aus als lila. Ja, um das mal so zu zeigen, so im Vergleich, die Tinten, einmal hier Sailor Nummer 950, dann hier der direkte Vergleich mit der Diamine Purple Rain Tinte. Ja, also man kann da schon erkennen, da ist wirklich viel Ähnlichkeit dabei. Also es ist wirklich nicht kein sehr, sehr großer Unterschied. Ja, dann vielleicht noch hier im Diamine Bilberry. Ich weiß, ich habe das falsch geschrieben. Ja, ist okay. Ich weiß das. Dann vielleicht etwas Helleres. Rohrer und Klingner Cassia. Ja, dann habe ich hier noch im Angebot einmal hier J. Herbin Violet Percé und das eigentlich identische Diamine Violet. Ja, also das sind so, würde ich in die gleiche Kategorie einordnen, nur etwas heller. Ja, also liebe Tintenfreunde, eigentlich das war's schon. Das war das Review zur Sailor 950 Tinte. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt gerne einen Kommentar, liken, auch gerne abonnieren und bis zum nächsten Review, Freunde. Bis bald und tschüss.